Ja, heute gibt es ein kleines Video zu dem Beispiel 358. Da ist eine Anfrage gekommen und mache ich sehr gerne. Das ist ein wunderschönes Beispiel vom Ötzi. Da kommt eine C14-Methode vor, also die weist nach, wie viel radioaktive Atome bereits abgestorben sind. Und da weiß man die Halbwertszeit und die Halbwertszeit ist 5730 Jahre. Und bevor ich jetzt noch weiter zu rechnen beginne, schaue ich mir gleich diese Formeln an, die wir da gelernt haben. Und da haben wir gelernt, das Lambda kann ich direkt berechnen mit ln von 0,5 durch diese Halbwertszeit 5730. Und dadurch entsteht unsere Funktion. F von t ist gleich n0, also den Anfangswert mal e hoch Lambda mal t ist weiter gleich n0 mal e hoch ln von 0,5 durch diese Halbwertszeit mal t. Ich schreibe das bewusst so hin, weil da kommen ja immer ganz kleine Kommazahlen raus und wenn ich die im Taschenrechner ausrechne und dann übertrage, dann entsteht immer ein Rundungsfehler. Ja? Und jetzt ist die große Frage, wann hat der Ötzi eigentlich gelebt? Naja, nachdem ich ja immer sage, Mathematiker sind faule Menschen, habe ich es natürlich auf die faule Art gleich gemacht und habe mir hier diese Funktion gleich eingegeben. Also y ist gleich e hoch ln 0,5 durch 5730 mal x. Diese Funktion sehen wir hier auf GeoGebra wunderbar. Ich habe als Anfangswert das n0 habe ich 1 angenommen, 1 für die 100%. Ja? Also da, zu diesem Zeitpunkt muss er gelebt haben, ne? Weil da war noch alles da. Ja, und jetzt interessiert es mich ja, wann fällt das auf 53% ab und dadurch habe ich einfach diese Gerade gemacht mit y ist gleich 0,53, ne, das ist genau die 53% und habe den Schnittpunkt ausgerechnet und dann komme ich auf 5248. Das heißt, vor 5248 Jahren hat der Ötzi gelebt und wann das war, dazu 5248, muss ich es übertragen. 5248 minus natürlich die 1991, weil das ist ja die Zeit vor Christus und da kommen wir in die Zeit vor Christus und das ist, da kommen wir natürlich. 3257 Jahre vor Christus. Ja, zu dieser Zeit hat er gelebt. Das ist die Frage A gewesen. Und jetzt kommen wir zur Frage B. Da geht es darum, es könnte ja auch sein, dass da ein Fehler drinnen ist. Ja, natürlich. Wenn ein Messfehler von 1% drinnen ist, das heißt, angegeben sind die 53%, das heißt, es kann maximal können es 54% sein oder minimal können es 52% sein. Ja, mit 1% Messfehler. Ja. Und jetzt muss ich schauen, wie viele Jahre kommen da heraus. Ja, das ist wieder in GeoGebra ganz leicht, weil hier habe ich ja eingegeben die 53%. Jetzt machen wir einfach einmal die 52%, rechnen es uns aus und sehen, 5405 Jahre sind das dann. Muss ich natürlich wieder die 1991 abziehen. Ich komme auf 3414 Jahre und 54% geht natürlich ganz gleich.
komme ich auf 5093 Jahre. Oder 94 eigentlich, wenn ich genau, ja, wenn ich aufrund, sind es 94. Wieder die 1991 abziehen und ich komme auf 3103 Jahre vor Christus. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, im jüngsten Fall hat er 3103 Jahre vor Christus gelebt, im ältesten Fall 3414 Jahre. Naja, jetzt kann man sagen, ein Fehler von 300 Jahren ist relativ viel, aber wenn wir uns anschauen, das ist 5000 Jahre her, das ist weniger als 10%. Das ist eigentlich eine relativ genaue Berechnung, wenn man sich überlegt, dass der Körper so lange dort gelegen ist.